Der Beat Podcast wird euch präsentiert von Tascam. Hallo und herzlich willkommen zu 3 Tracks. Und heute haben wir den Künstler Affin bei uns. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Rüdiger, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, du bist ja tatsächlich in einem ganz bestimmten Genre unterwegs. Was magst du uns denn darüber denn erzählen? Genau, also eigentlich gestartet habe ich mit Techno, und das auch schon sehr, sehr lange. Habe da viele Live-Acts auch immer wieder gespielt, gerne in Hannover. Da gehöre ich auch zu so einem kleinen Kollektiv. Hannover Tanz draußen nennt sich das. Und habe aber immer eine große Leidenschaft für die 80er Jahre gehabt. Also IBM, Electronic Body Music, Elektro. Und diese Leidenschaft habe ich jetzt erst in den letzten Jahren richtig mal zu Papier gebracht, indem ich dafür auch eigene Tracks geschrieben habe. Start war ja die Pandemie. Gab keine Partys mehr und Techno funktioniert einfach am besten im Club auf lauten PAs und Anlagen. Und das hat mich dann irgendwie nicht mehr so richtig gekitzelt, das zu produzieren, und hat mich dann komplett die letzten 2 Jahre um das Projekt Affin gekümmert, zusammen mit meinem Kumpel Daniel, der ist eine Hälfte von Affin. Und und habe da echt viel, viel Spaß dran. Und dementsprechend habe ich die Track-Auswahl auch auf diese Affin Richtung Dark Disco nennt sich das. Das ist ein relativ frisches Genre, wenn man das Ganze so einen Stempel aufdrücken möchte. Progressive, Indie, gibt es da ganz viele Synonyme für, in welche Richtung das geht. Genau. Ja, und das ist ja ein Genre, was jetzt das nicht klassisch EDM ist, was viele machen. Das ist ja schon ein spezialisiertes Genre. Wie kamst du dazu? Wie kam so der Zugang zu dieser Art von, diesem Genre generell? Generell, die Musik habe ich eh immer schon gerne gehört. Jennifer Cardini ist zum Beispiel so eine DJ, die ich da auch echt lange mit meinem Kumpel Daniel da verfolgt habe, einen anderen Gig auch von ihr gehört habe. Die hat das schon recht früh auch gespielt, diesen Sound. Also 2012, 2013 waren wir auf den ersten Partys, wo das in diese Richtung ging. Ivan Smuggle ist auch ein DJ, den wir gerne gehört haben, so ein bisschen experimenteller. Und ich habe das aber nie so richtig geschafft, in eigene Tracks umzumünzen. Das hat mich auch mal ein bisschen geärgert. Das kenne ich gut. Ja, ich dachte so, das ist so ein cooler Stil, ich will das mal nachvollziehen. Es kann doch nicht so schwer sein, doch ist es. Ist es, ne? Und ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber ich glaube, ich habe mich dann wirklich vor 2, 3 Jahren mal hingesetzt. So, okay, ich habe jetzt hier einen Track, ich versuche den mal nachzubauen. Also im Endeffekt kam dann komplett was anderes raus. Ich war auch nie so ein Fan davon, okay, ich baue mal jetzt einen Track nach, habe ein Vorbild, nehme jetzt einen Track als Muster, baue den nach. Kann ich nur empfehlen, muss ich echt sagen. War eine tolle Erfahrung. Den habe ich jetzt nirgendwo veröffentlicht, aber ich habe viel gelernt. Ich habe viel über Techniken gelernt, die in diesem Dark Disco-Genre gut ankommen und was man da gut probieren kann. Und ich glaube, ich habe mir einfach die Zeit genommen und habe da wirklich ganz doof hingearbeitet, sage ich mal. Ja. Ja, absolut. Und ich kenne das auch. Also wenn man so denkt, so, oh, das klingt cool, und dann versucht man sich erstmal dran, und dann merkt man eigentlich, wie viel Arbeit in den ganz kleinen Dingen steckt, wo man sich denkt, wow, das muss man sich erstmal alles erarbeiten. Das ist nicht so, also klar, man kann ein Sample runterladen und reinladen, das ist der einfache Weg. Aber es selber zu machen, das ist schon nicht ohne, ne? Also ist deine Plugin-Auswahl dann auch größer geworden jetzt mit diesen Dingen, oder machst du es mit den Plugins, die on board sind in Ableton? Wenig Plugins, ganz wenig Plugins. Ich nutze die DAW Ableton, genau, aber eher zum Mixing, Mastering, Recording, ganz klassisch. Du siehst ja hier im Hintergrund das eine oder andere. Das können die Hörer jetzt nicht sehen, aber es sieht total cool aus, kann ich sagen. Da sind nämlich ganz, ganz viele Synthesizer hinten dran, ja. Ja, genau, und ich sammle auch gerne Synths, auch schon recht lange, habe auch immer wieder den einen oder anderen Schnapp gemacht, viel Glück dabei auch gehabt, weil ich relativ früh damit angefangen habe. Und als es irgendwie Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre darum ging, hey, die Rechner wurden immer mächtiger, die Leute haben alle auf VSTs umgeschwenkt, brauchte Kohle, dann konnte man die wirklich günstig schießen. Und es gibt immer noch Momente, wo es Dachbodenfunde gibt, auch selbst heute noch, es wird immer weniger, ne, ganz klar. Aber für die Musik, die ich mit Affin produziere, sind aber die Geräte echt Gold wert. Also wenn ich jetzt mal um mich schaue, da ist zum Beispiel die TR-707. Die ist ganz charakteristisch und ganz besonders geeignet für diesen Dark Disco Sound. Habe ich alle einzelnen Ausgänge an ein altes Mackie 1604 verbunden. Auch so ein Mackie-Pult aus den frühen 90ern. Das ist auch so eine ganz spezielle
Charakteristik verfügt. Und da kannst du schon viel machen. Wenn du das im Vorfeld schon so ein bisschen bearbeitest, ein bisschen mit den EQs reingehst und dann aufnimmst, dann hast du schon die halbe Miete quasi. Wo du mit Plugins, finde ich, viel länger gebraucht hättest. Ja? Also es würde auch gehen, aber das Feeling ist anders, findest du, wenn du so mit Hardware dann arbeitest? Ja, genau. Es geht mit Software, geht alles. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Das ist gar kein Problem. Wir hatten ja eingangs auch schon kurz darüber gesprochen. Du sagtest ja selber, dass du dich von deinen Synths irgendwann getrennt hast, weil irgendwie mit Software kannst du auch alles machen. Ja, es dauert schon länger. Ich gebe dir schon recht. Und es ist auch teilweise nerviger, weil du dann irgendwie Sachen zuweisen musst und dann sind die weg, die Mappings und so. Also es ist ein bisschen, das ist ein Gefriemel so mit der Maus. Fühlt sich wirklich anders an als Hardware, finde ich. Aber wie du sagst, rauskommen tut was Ähnliches am Ende. Ja, genau. Und im Endeffekt bist du, also ich bin bei Hardware viel, viel schneller, aber ich bin auch eine Generation, ich bin halt mit Hardware groß geworden. Als ich Mitte der 90er so den ersten Drumcomputer von meinem Vater geschenkt bekommen hatte, da war ich mit 14, 15. Der hatte einen Drumcomputer? Ja, ganz genau. Da war aber auch Weihnachten und Geburtstag zusammen. Das war von Zoom. Zoom Rhythm Track 234, werde ich nicht vergessen. Okay. Ganz fürchterliches Teil, konnte eigentlich gar nichts mitmachen und es hatte fast nur Rockhits. Und ich wollte ja Techno machen und das war dann total so. Das ist super witzig, dass du das sagst, weil ich habe mich echt schon überlegt, so wie kriege ich die Kids so dazu, so ein bisschen auch Spaß an so Musik und Kram. Und ich hatte auch gedacht, vielleicht wäre so eine Drummaschine, weißt du, eine, wo so mit so ein paar Pads sind, also die man so leicht bedienen kann, vielleicht ein guter Zugang. Also war das der Schritt für dich dann, vielleicht muss ich das doch überlegen, dass ich diesen Schritt auch gehe. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja so viele tolle Geräte, die auch heute echt nicht mehr viel kosten. Kleine Mini-Grooveboxes, wenn du jetzt zum Beispiel Novation in den Circuit nimmst, da ist in die Circuit MK1, da ist ja sogar ein Lautsprecher drin. Das heißt, du drückst drauf, da kommt direkt ein Sound raus. Das kommt bei Kids mega an. Jetzt gibt es ja den Nachfolger, Circuit Tracks, der hat den Lautsprecher nicht mehr, ist aber auch ein Stück weit professioneller geworden. Lautsprecher, das klingt natürlich auch immer so. Aber das sind so kleine Kisten, weg vom Computer, hinsetzen, das blinkt, man drückt drauf, es kommt direkt ein Ergebnis. Und das macht ja heute noch Spaß, auch als Erwachsener. Du hast ja direkt ein Ergebnis. Wenn ich an eine Kiste gehe, drück ein Pad, du hast dieses haptische Gefühl. Das sind Instrumente. Das ist ja wie eine Gitarre, es kommt direkt was raus, du fasst es an und das macht in deinem Kopf auch was, finde ich. Und wenn du den Computer aufmachst, ne, also klar, wenn du jetzt deine Kinder siehst, wir hatten uns da eben auch schon drüber unterhalten, die werden mit Laptop-Software groß. Ich kenne auch Leute Anfang 20, die haben überhaupt nichts an Peripherie, die machen nur mit ihrem MacBook Musik, ohne selbst ein MIDI-Keyboard zu haben. Das klingt auch gut, was die machen, aber die mögen dann eher diesen Workflow, gar nichts zu haben, komplett nur auf dem Laptop. Das wär für mich die Hölle. Also würde ich gar keine Musik mehr machen, glaube ich, weil mich das so langweilen würde. Und du bist im Endeffekt, wenn ich mal hier jetzt ein bisschen herumschaue mit den Kisten, gerade für den Affin-Sound, für diese Dark-Disco-Richtung, bin ich schneller. Ich bin schneller da, wo ich hin will. Und ich recorde dann alles Mögliche erstmal. Ich habe dann immer so Recording-Sessions, wo ich dann stundenlang einfach nur Ideen festhalte und spiele und hinterher in Ableton, der DAW, dann entscheide, okay, das nehme ich, das gefällt mir, das arbeite ich weiter aus. Und dann geht's in der DAW weiter. Und dann kann ich auch nur wirklich mit dem Laptop arbeiten, weil dann habe ich ja meinen tollen Sound hier durch diese ganzen Hardware-Instrumente aufgenommen und dann geht's in der DAW weiter, Mixing, Mastering, Arrangement, aber dann auch gerne irgendwie beim Kaffee draußen in der Sonne und Kopfhörer auf. Das ist dann auch wieder ein Setting, was ich sehr mag, wenn es ums Arrangen von der Musik geht, genau. Ja, dann würde ich doch mal sagen, hören wir doch mal in einer deiner Tracks rein. Das wäre in diesem Fall Superflight. Bin schon super gespannt und ja, hier ist der Track.
Ja, weißt du, woran ich dran denken musste die ganze Zeit? Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe mir so vorgestellt, wenn du so im Auto unterwegs bist, es ist so 2 Uhr abends und du bist so unterwegs und hörst diesen Track, da passt der wunderbar rein irgendwie. Ich weiß nicht, warum, aber das war so das Erste, was ich damit assoziiert habe, ja. Ja, total schön, dass du mit dem Track was assoziierst. Das finde ich bei elektronischer Musik echt wichtig, ist aber auch nicht immer gerade einfach, gerade wenn man so Clubmusik macht, wo es ja wirklich darum geht, ja, die Leute irgendwie zum Tanzen zu bewegen. Also wenn du da irgendwie eine Geschichte im Kopf siehst, freut mich das sehr. Das finde ich cool, ja. Also war wirklich so, ne? Und ich fand es auch einen ganz, ganz, ganz coolen Mix, weil da ist ja, also das Atmo drin ganz viel. Mhm. Das ist so, also das spürt man so in allen Ecken und Enden. Dann hat es so Trance-Elemente so für mich so ein bisschen mit dabei. Mhm. Und trotzdem aber ist es nicht Trance, es ist so wie so ein eigenes Genre tatsächlich, ne? Bedient sich so aus Elementen. Ich hatte auch gedacht, so Goa ganz kurz so inzwischen ein bisschen drin, ne? Aber irgendwie trotz allem so ein eigener Melange so ein bisschen, ne? Hast du wirklich sehr, sehr gut analysiert und erkannt, genau diese Progressive Goa-Elemente sind da drin. Deshalb ist zum Beispiel auch eine Jennifer Cardin ja auch immer gerne Gast bei dem Burning Man in den Staaten. Da möchte ich jetzt unbedingt nochmal hin. Ja, ich war noch nie da. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ich will da unbedingt hin. Ach so, du willst da hin. Ja. Ich will da unbedingt hin, weil das ist so, also es gibt eine Lebensliste, ne? Da steht drin, da muss ich auf jeden Fall noch einmal hin. Ja das ist, glaube ich, sehr, sehr geil. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und da wird die Musik halt auch gefeiert, weil du auch diesen Stampfbass schnell hast, ne? Was die Leute dann auch irgendwie dann eint. Und genau wie du sagst, auch so ein paar 80s-Elemente. Ich habe bei dem Track viele von meinen Romplern genutzt, die ich über die Zeit hier gesammelt habe. Die haben halt so eine ganz tolle, spezielle Charakteristik. Die klingen ganz, ganz eigen. Das kriegst du mit Plugins auch nur ganz schwer nachgebildet. Und das inspiriert einfach, wenn du durch diese uralten Bänke scrollst und dich an Patches bedienst, die irgendwie vor 30 Jahren mal programmiert wurden und die dann so ein bisschen umsetzt. Und nee, freut mich, dass es dir gefällt. Und wie gesagt, genau das ist, glaube ich, das, was mich auch sehr reizt, gerade an der Musik, diesem Dark Disco, dass du so viele Elemente da reinpacken kannst. Du kannst ganz trancy sein, es kann auch mal acid-lastig sein, das passt alles super. Du hast Elektro-Einflüsse da drin, du kannst Breaks verarbeiten, du hast die Geschwindigkeiten, mit denen du variieren kannst. Und das macht es auch sehr spannend aufzulegen, weil du wirklich von bis da gehen kannst. Das ist wirklich echt toll. Finde ich auch, ja. Und sag mal, die Atmo, hast du da Field Recordings gemacht und bist draußen gewesen oder wie ist die entstanden? Weil das sind ja sehr abgefahrene Sounds, die so viel bearbeitet worden sind, hört man ja raus, ne? Aber wie gehst du da, was machst du da genau? Wie machst du das? Ja, das ist witzig, dass du das fragst. Das war, ist meine kleine Tochter Emma, 3,5 Jahre, die war hier im Studio. Ja, ich hatte das Schwurm-Mikrofon irgendwie an und ich habe so ein recht großes Mackie-Konsole hier im Hintergrund. Da hatte ich den Fader oben und ich habe so Kinderspielzeug, irgendwie so Rasseln, Shaker und so. Und damit haben wir ein bisschen rumgeshakert und das habe ich dann dabei aufgenommen und das Ganze so ein bisschen nochmal bearbeitet, runtergepitcht. Ja, also fand ich ganz witzig. Deshalb der Opener ist meine kleine Tochter. Die ist da. Ach, das ist ja witzig. Da kommt keiner drauf. Ja. Das muss man wissen, ja. Ja, cool. Ja. Und was machst du damit? Also jagst du das durch so verschiedene Effektketten oder wie sieht so eine Effektkette da aus? Ist das so Soundtoys oder was für Sachen nutzt du da so? Ich muss mal echt überlegen. Also da habe ich sie aufgenommen, enabled, habe ich es, glaube ich, einfach nur heruntergepitcht. Okay. Und das hat schon, manchmal ist weniger mehr und dieses Herunterpitchen erzielst du wieder so ganz spannende Artefakte. Ich habe auch viele alte Sampler, ich habe so ein AKS 900 hier, ein AKS 612. Gerade wenn du die Sachen tief pitchst, dann leben die auf einmal, weil die natürlich dann, weil die CPU sehr, sehr schwach auf der Brust ist bei diesen alten Kisten und dadurch entsteht dieses Aliasing, was ja total unerwünscht eigentlich ist. Aber bei diesen alten Kisten hat das dann so einen ganz tollen Charme irgendwie, dass das dann so lebt. Und in dem Fall, ich guck mal gerade, also ich habe hier einen Big Sky von Strymon, einen Strymon Timeline am Mischpult, so ein Space Echo habe ich von Roland. Ich glaube, damit habe ich ein bisschen experimentiert und das hat dann eigentlich schon genau so ein experimentellen Klang gebracht und irgendwie hat sich das gut in den Track eingefügt. Das war totaler Zufall. Ich hatte die Produktion im Hintergrund am Laufen und habe das einfach aufgenommen, weil ich es einfach zeigen wollte, wie sie dann hinterher klingt. Ich fand es dann irgendwie ganz sympathisch und ist ein ganz guter, netter Einstieg, denke ich, geworden. Ich habe mir da aber auch nicht so viele Gedanken gemacht. Das finde ich manchmal auch ganz wichtig, dass man Dinge einfach mal so, ich lasse das jetzt und mache nicht nochmal den 17. Effekt drauf.
ich lasse das jetzt so, finde ich, ist eine ganz goldene Regel. Ja, da ist total was dran. Ich finde sowieso, dass dieses zu viele, also das überfordert irgendwie auch das Ohr, finde ich. Wenn am Ende zu viel Eindrücke auf dich einprasseln, ja, in so einem Track, das, ja. Und gerade, ich finde, im privaten Bereich geht's ja noch, wenn du irgendwie noch die Kopfhörer drauf hast, aber spätestens im Club, finde ich, wird das unglaublich verwirrend. Da muss es eine ganz klare Linie geben, sonst wird's komisch, ne? Also, finde ich auch, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und gerade weil du sagst, wenn du auf Kopfhörer produzierst, du hast so viele Details, die du einarbeitest, das wird anstrengend eher. Ja. Und ich glaube, deshalb habe ich einfach nur alles nur runtergepitcht, dachte mir, ach, das klingt ja schon gut und passt. Genau. Ja, ich finde diese ganzen Distortion-Sachen eigentlich auch super spannend. Also ich habe mich immer früher gefragt, man will auch den besten Klang, wieso muss man eigentlich alles distorten? Aber natürlich bringt das natürlich super Artefakte und vor allen Dingen, ich finde diese Lucky Punches finde ich cool. Also, dass du irgendwas denkst, oh krass, rechne ich gar nicht mit. Und das ist so das Coole, finde ich, immer, dass dann so Sachen rausspringen, wo man sagt, oh, wenn das noch ein bisschen melodisch und ein bisschen gechoppt oder so ist, dann wird das interessant. Ne? Ganz genau, diese Zufallstreffer, die ich schnell mit Hardware irgendwie erreiche. Ne? Dann hast du irgendwelche Routings hier mit dem MIDI-Keyboard, steuerst du einen Synth versehentlich an und auf einmal kommt da was ganz Spannendes raus, womit du nicht gerechnet hast. Und das ist deshalb, wie ich eingangs gesagt habe, ich habe manche Sessions, da drücke ich hier nur auf Aufnahmen, Ableton und wusel hier herum. Und dann hinterher lösche ich, streiche ich, generiere dann da wieder was Neues raus. Und da sind ganz viele von diesen Zufallstreffern dabei. Manche Melodien, es gibt ein ganz tolles MIDI-Keyboard, was ich gerne nutze von Novation, das Launch Key, MK3, weil das hat zwei Funktionen, die ich sehr mag. Das ist so ein Arpeggiator, den du einmal mit einer Deviate und mit einer Mutate-Funktion belegen kannst. Sprich, du hast so einen gewollten Zufall. Und da kriegst du ganz interessante Ergebnisse raus. Und da ist zum Beispiel die Melodie zum Schluss dabei entstanden. Und da musst du einfach nur aufnehmen, festhalten. Das kriegt man auch nie wieder nachgespielt. Das ist nur in dem Moment. Und das finde ich auch so reizvoll. Ja. Das stimmt. Ich habe mal rumprobiert. Es gibt ja auch viel so AI-mäßige Sachen, die so Sounds, also auch Melodien eigentlich sogar schon richtig generieren. Und ich habe mal ein bisschen mit rumgespielt. Das ist schon cool, einfach weil du eben auf ungeahnte Sachen kommst. Aber am Ende ist es dann doch irgendwie die Sachen, die ich ausprobiert habe, war das dann zu computergeneriert. Das wirkte dann irgendwie so wie, weiß ich nicht, wenn dann unsere Tochter irgendwie da, oder deine Tochter da irgendwie, weiß ich nicht, auf ein paar Tasten drückt. Ne? Also ich glaube, es geht schon dahin alles so, ne? Aber ist es einfach noch im Moment zu weit weg, denke ich. Ja. Hast du was mal ausprobiert, solche AI-Tools? Nein, nicht wirklich. Also was ich gerne nutze, sind irgendwelche Random-Befehle oder Random-Generator-Geschichten als VSD oder eben jetzt ein MIDI-Keyboard, wo du aber so einen gewissen Einfluss drauf hast, wo du diesen Zufall programmieren kannst. Das finde ich sehr, sehr spannend. So komplett auf AI finde ich auch ein sehr spannendes Feld. Und da gibt es ja auch schon die ersten gesetzlichen Diskussionen, rechtlichen Diskussionen, wer ist denn jetzt der Urheber, wenn irgendwas mit AI-Technologie entsteht? Ist das der Programmierer? Ja, genau. Ist das der auf Generate geklickt hat? Ist das der das arrangiert hat? Ganz, ganz interessant, spannendes Feld. Ganz wild. Ja. Und ich habe da auch in dem Kontext gelesen, die überlegen sich auch, ob das copyright-frei sein muss, weil der kein Mensch es produziert hat. Also ist ja algorithmenbasiert am Ende. Ne? Also ist am Ende der den Algorithmus programmiert. Also ganz verrückte Diskussionen eigentlich. Ne? Ja, aber ich finde, AI ist schon noch weit weg. Also ich glaube, viele experimentieren. Ich habe auch mal gelesen, Spotify hat jetzt so eine Firma gekauft, in der Hoffnung, da so nicht mehr so viel Geld an Künstler auszahlen zu müssen. Aber am Ende des Tages muss man sagen, ich glaube, da sind wir noch Meilen von entfernt, dass das so klingt. Zum Glück. Ich denke auch. Ich hoffe, ich werde es nicht mehr erleben, dass man da hinterher AIs hinsetzt, die dir auf Knopfdruck dann echt irgendwelche Club-Hits dann da spielen. Weil am Ende des Tages, was ich bei Clubmusik halt auch immer wieder feststelle, ist dieses Minimalistische. Also wirklich mit wenig Elementen viel erreichen und zu wissen, das klingt jetzt, das ist perfekt, das wird funktionieren. Du überproduzierst ja ganz viele Sachen ganz schnell. Und ich meine, mit Harmonielehre kannst du ja schon echt ganz viel an Automation irgendwie in deine Tracks mit hineingeben, dass es zu einem gewissen Ergebnis kommt. Aber zu sagen, das funktioniert jetzt oder das nicht, da musst du irgendwo auch in den Clubs unterwegs sein. Du musst wissen, was geht momentan ab, was funktioniert nicht. Du musst das mal erlebt haben, du musst es selber emotional spüren. Und Musik sind Emotionen. Und du kannst alles zum gewissen Grad irgendwo programmieren, ganz klar, weil es sind auch Automatismen, die da greifen in der Musik, in der Musiklehre, in der Musiktheorie. Aber weil es natürlich so eine emotionale Sache und Geschichte ist, kommen da so viele Faktoren zusammen.
wo es, glaube ich, sehr, sehr schwierig sein wird. Ne? Also sich Technologien zu bedienen, um vielleicht spannende neue Felder zu entdecken, das finde ich auch sehr interessant. Aber dass man dahinter eine Maschine hat, Knopfdruck, ich möchte jetzt hier, wo wir gerade drüber sprechen, 7 Dark Disco Hits für mein Album haben, wo wenn die ausgespuckt, das wird dann bestimmt alles irgendwie auch klingen und funktionieren, aber das kann man vorstellen, dass das rein seelenlos irgendwie ist. Und aber du, Mutmaßung, keine Ahnung, vielleicht sind wir in 10 Jahren hier. Ich weiß es nicht. Ja, und die Frage am Ende ist auch, ne, also nehmen es doch Leute an, wenn die wissen, das hat nur eine AI produziert oder ist es ihnen wurscht, ne? Das muss man mal abwarten. Ist doch eine spannende Richtung, in die es geht, ne? Ja. Aber auf jeden Fall der Track Do It Right, der steht fest, der ist nicht AI. Ne? Nein, der ist nicht AI. ich habe den Track gewählt, weil der ist auf der allerersten EP von Affin rausgekommen. Wo ich ja gesagt habe, wo ich eine Zeit lang probiert habe, in diese Dark Disco-Richtung eben Musik zu machen. Und ich hatte da eine Richtung, die mir gefiel, und dann hatte ich irgendwie so ein Vocal im Kopf. Ja, habe ich indie-mäßig selber ausgebracht. Dementsprechend wenig Klicks hat das Ganze. Aber es war für mich einfach toll. Das war für mich ein persönlicher Meilenstein irgendwie, dass ich das in so eine Richtung gebracht habe, wie ich es wollte.
du denn irgendwelche Hardware oder Software, die du im Blick hast, die du mal demnächst erwerben willst? Ja, leider ja. Eigentlich hat man ja so viel. Okay, wie lang ist die Liste? Also, wahrscheinlich sehr lang. Ja, sie ist ein bisschen kürzer geworden in den letzten Jahren, weil ich einfach auch festgestellt habe, dass mir Geräte nicht mehr so viel Spaß machen, wo ich wirklich zu lange in der Einarbeitungszeit benötige. Also wenn mir die Sachen zu komplex sind und zu viel Menu-Diving beinhalten, schreckt mich das mittlerweile eher ab, weil ich habe festgestellt, ich mag einfach Sachen, die sofort funktionieren, die ich sofort bedienen kann. Nicht, weil ich jetzt irgendwie komplexe Dinge nicht verstehe, aber manchmal, ich stelle es bei meinem Elektron Octatrack fest. Octatrack ist für mich mit das komplizierteste Gerät, was ich jemals gekauft habe. Unglaublich viel und ich kann es möchte auch in meinem Live-Act nicht missen. Habe aber irgendeinen Punkt bei einem Octatrack gesagt, so bis hierhin nutze ich den und alles, was darüber hinausgeht, dann müsste ich den fast zweimal die Woche bedienen, damit ich diese Shortcuts nicht ständig vergesse. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf. Das stimmt. Und ich glaube auch, dass dieses, ich weiß nicht, ob dein Flair verloren gehen würde, aber ich fände es zum Beispiel auch ganz cool, da viel mehr über Touch oder dass die Oberflächen an sich, diese ganze Usability der Sachen, viel leichter wird. Weil natürlich weiß man, was ein Cut-Off ist, aber es ist, wenn du den natürlich in 30 Untermenüs irgendwann findest, ist natürlich schöner, wenn du einfach das so haptisch vielleicht auch so bedienen kannst, weil es ist auch so der nächste Schritt, finde ich so, ne? Das ist interessant. Ich dachte auch, als der ganze iOS losging, mit Touch-Displays zu arbeiten. Ich habe das einmal im Club probiert. Das war eine Katastrophe, weil ich ich verschwitzte Hände, Display ging nicht, dann ist das abgestürzt. Und im Endeffekt, ich bin nicht der Touch-Freund, aber auch da haben wir darüber gesprochen. Ich bin auch eine ganz andere Generation. Also ich mag auch nicht am Handy groß schreiben. Ich nutze dann lieber irgendwie einen Rechner für. Und bei der Musikerstellung muss ich auch sagen, da machen sich dann viele Hersteller zu einfach, wenn man eine Display-Lösung, eine Touch-Display-Lösung hat, weil dann verfrachtet man schnell ganz viele Funktionen einfach auf dieses Touch-Display und denkt gar nicht nach und dann hast du irgendwie wieder 27 Menüs im Touch-Display. Das ist genauso unbedienbar. Aber ich gebe dir recht, so eine Mischung wäre eigentlich ganz elegant. Ich denke, die Waldorf-Synths, die machen das sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist auch eine ganz elegante Mischung. Aber ansonsten bin ich echt so ein klassischer Typ und deshalb inspirieren mich die Sachen von Sequential immer sehr, von Dave Smith, weil wenig Display bis gar kein Display, außer irgendwie so ein LED-Display, was dir jetzt bei dem Prophet 6, OB6 etc. einfach nur die Nummer vom Patch verrät. Alles straight in your face quasi, alles was du siehst, kannst du anfassen. Oder welchen Set ich super gerne nutze, der ist auch hier unter meinem Tisch, den ich jetzt mal hier ausfahre, was man nicht sieht. Das ist der Innovation Summit. Der hat zwar auch ein Display, wo du ein bisschen die Modularsektion betreiben kannst, aber auch das, ganz viele Encoder, eine Bedienung, nicht doppelt belegt, nicht dreifach belegt. You see what you get. Und vielleicht auch so eine Typfrage. Ne? Also ich zum Beispiel, ich will wirklich Musik machen. Also ich weiß schon, was ich da machen will und ich weiß auch, was ich drehen muss, damit es so klingt, wie es klingt. Aber ich will das nicht aufwendig suchen, sondern ich will eigentlich mich widmen den Tasten und ich will das spielen, ich will das aufnehmen, ich will gucken, was da rauskommt. Und manchmal verliert man sich dann in diesen Untermenüs und ich finde, dann geht da so ein bisschen so die Kreativität verloren. Aber ich finde so, dann man möchte schnell zu Ergebnissen kommen und das dauert dann so lange. Ne? Und da wird man selber so ungeduldig. Ne? Ja, ich denke, da ticken wir ganz ähnlich. Ich hatte jetzt auch festgestellt, wir haben zwei Kinder, ne, die Emma 3,5 und Lenny 8-9 Monate. Das heißt, die Dinge, wenn ich die Zeit finde, hier im Studio Musik zu machen, dann muss das eigentlich alles sofort funktionieren. Das muss alles sofort da sein, wo ich hin will. Ich habe momentan auch gar nicht die Muße, mich dann so knietief in Manuals reinzutauchen, YouTube-Tutorials anzugucken, um irgendwie die Geräte zu verstehen. Also nee. Manuals, glaube ich, das gibt es nicht mehr, glaube ich. Ne? Ja. Aber nee, also da ticken wir dann, glaube ich, ganz ähnlich. Deshalb mag ich die Vintage-Synths auch gern, weil das ist wirklich ganz straightforward. Die sind sehr limitiert, einfach weil es die Zeit damals hergibt. Ich gucke jetzt hier gerade rüber, da habe ich den Juno, der kann zwei, drei Sachen extrem gut, aber durch diese Limitierung kann er wieder andere Sachen nicht. Und das ist aber auch fein. Ich weiß, der kann das sehr gut, das eine Segment. Nutze ich natürlich gerne für Leads, für Pet Sounds, ganz charakteristische 80s-Geschichten. Und darunter habe ich den Korg Poly 6 als Beispiel. Und das sind so Sachen, die können ihre zwei, drei Sachen sehr gut, sind aber auch sehr limitiert. Aber das mag ich dann eigentlich. Ne? Und aktuell, wie gesagt, liebäugel ich mit den anderen Sequentials sind, weil die haben diesen Vintage-Sound, die klingen so wie 40 Jahre alt, aber im positiven Sinne. Ne? Und
sind aber neu. Das ist ein Riesenvorteil bei Problemen bei Vintage, das stelle ich jetzt auch immer wieder fest, die Kisten sind halt 40 Jahre alt und irgendwann brennt dir der Voice-Chip durch und irgendwann funktioniert mal was nicht. Und da bin ich gerade so am Hin und Her überlegen, ob nicht doch der ein oder andere Klassiker weicht, um den modernen Klassiker zu holen. Das ist so gerade. Und du bist ja auch Remixer, also beziehungsweise du hast einen Remix gemacht und wie kamst du denn an den Kollegen? Das ist ja immer so die Herausforderung, wie kommt man an Leute, die auch Musik machen, die vielleicht auch sagen, hey, willst du einen Remix machen? Wie ist denn da die Kooperation entstanden von dem nächsten Track? Ja, das ist mit dem Musiker Jemek Jemovic, den finde ich persönlich total fantastisch. Er macht ganz, ganz fantastische Musik. Bei jedem Album, was er rausbringt, erfindet er sich quasi neu. Und der Track Meine Tabletten, den fand ich, das ist glaube ich 2010, 2012 auf dem Album. Ich komme jetzt auf den Namen nicht, das ist sehr, sehr IBM-lastig auch, sehr industrial. Mhm. Das war dann so seine IBM-Industrial-Phase. Und ich habe den mal interviewt und super netter Typ auch. Das ist ja immer so das Ding, wenn man einen Künstler mag, man lernt ihn persönlich kennen, habe ich mal so ein bisschen, ah, warum ist der auch nett, nicht, dass er mir jetzt seine Musik versaut. Okay, das stimmt, ja. Das ist so wie Namen, wenn man sagt, wenn man Kindernamen sucht und gerade dabei sind, ne, und sagt, oh nee, den Namen will ich jetzt nicht, ne? Ja, ungefähr genau. Ist das auch, ja. Genau so ist das. Aber Jemek, total netter Typ und auch total offen für sowas. Dann habe ich ihn irgendwann mal angehauen und ich so, du Jemek, ich habe da gerade so eine Idee, wenn du magst, kannst du mir die Vocals zu Meine Tabletten schicken. Ja klar, gerne, hier, bumm, hab den Link bekommen, cool. Hab den Track da rausgebaut. Er fand den selber total toll. Wir wissen noch nicht, was wir damit machen, deshalb, der ist auch nirgendwo erhältlich. Und dachten wir, ist das vielleicht mal eine gute Chance, den euch zu zeigen. Na dann würde ich sagen, hier ist er, Meine Tabletten. Ein witziger Track mit, also er macht Spaß zuzuhören, weil einfach diese Idee ist echt witzig, ja, was kann mich noch retten und so. Ich muss auch sagen, ich finde es eigentlich einen witzigen Stil auch, dieses deutsche Texte oder deutscher lustiger Gesang eigentlich, in Kombination mit Elektro, das hat irgendwie so einen ganz eigenen Flair, aber irgendwie ist das cool, finde ich. Ne? Genau, das hat diesen Charme irgendwie bei dem Track auch so ausgemacht. Ich habe auch noch eine zweite Version in dem Interview mit Jemek, da hatte er eine Version selber eingesungen. Da bin ich auch am überlegen, ob ich da auch nochmal gehe. Das sind jetzt die Original-Vocals aus seinem Track von 2010, 2012. Das Interview haben wir 2018 gemacht. Und den Daniel, also der anderen Hälfte von Alfin, der sagt immer, das mit den Live-Vocals, das finde ich noch einen Tacken besser. Da gucke ich mal. Vielleicht machen wir da zwei Varianten raus.
Ja. Ja, dann würde ich doch sagen, lass uns zum Schluss noch Werbung machen. Also wo kann man dich hören, wo kann man dich finden? Also oft in Hannover tatsächlich. Wie gesagt, die Partyreihe nennt sich Hannover Tanz draußen. Kann ich jedem nur mal ans Herz legen. Ganz viel Liebe zum Detail bei den Jungs und Mädels, die das mal bienenfleißig vorbereiten und mit toller Deko, aber auch mit ja, super guter PA. Das klingt immer alles extrem gut. Tolle Lineups und Bookings. Und da spiele ich regelmäßig, sage ich mal, also ich bin ja im Musikinstrumentenbereich beruflich tätig, sodass ich das Glück habe, jeden Tag mit Musikinstrumenten und Synthesizer zu tun haben und mich privat mit meiner Musik beschäftigen. Also ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, dass ich damit wirklich Geld verdiene, was ganz gut ist. Also kann ich eigentlich machen, was ich will und wie und wo und genau, gibt das ganz gut her. Aber ja, das fährt jetzt wieder hoch, ne? Hatten wir ja gesagt, dieses Wochenende gibt es die ersten Partys, die Clubs haben wieder auf und ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Und ja, dann gibt es auch den einen oder anderen Gig. Da kann man auf meine Instagram-Page auch mal schauen. alex.ander.franz heißt die. Da gibt es dann immer die Updates zu Gigs und diversen Releases und Projekten. Ja, sehr cool. Dann danke, dass du mit dabei warst und uns Einblicke gegeben hast in dein Studio, in deine Produktionsweise, in das, was du tust. In dem Sinne, ja, nochmal Dankeschön und dir auf jeden Fall eine gute Zeit. Danke, Rüdiger. Wünsche ich dir auch.